Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forts. Heute wieder im 1 gegen 1 Rank Modus. Wir schauen heute mal, wie kann ich denn das absolute Tabu brechen und den Kern bewegen, um meine Base ein bisschen stabiler zu gestalten, dass der Gegner da nicht so leicht drankommt und wir vielleicht ein paar Vorteile im Base-Build haben. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, es kostet euch nichts. Es wird uns eine Menge helfen, könnt euch immer umentscheiden und ich würde sagen, wir gehen rein. Als allererstes machen wir hier mal die Vorrichtung, an der der Kern quasi mit Seilen dran befestigt wird. Ihr müsst darauf achten, dass das ein bisschen, dass der obere Balken, den ihr da baut, ein bisschen schräg ist, weil sonst fällt der Kern ein Ticken zu weit und der ganze Spaß explodiert. Als letztes immer diesen linken Balken weg und dann passiert Folgendes. Dann müsst ihr darauf achten, den so schnell wie möglich wieder zum Boden zu connecten, weil ihr sonst keine Ressourcen ernten könnt. So, das war zwar nicht der beste Fix, aber es reicht. Ja, jetzt habt ihr eine Base, die nur drei Ebenen hoch ist und die nicht mehr so nach vorne auslagert. Man hat ja auch das Problem, dass auf dem vorderen Stahlbalken unten rechts dann ein Drehmoment lastet, weil die Basis halt nach rechts über den Hang auslagert. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt eine schöne 3x3 Grundbase und gucken jetzt, dass wir die gefechtsbereit kriegen. Die Nachteile davon liegen auch auf der Hand. Es geht ein bisschen Zeit verloren. Eure Minen sind eine Zeit lang nicht connected. Das heißt, in der Zeit kriegt ihr keine Ressourcen und das kann sich gerade im Early Game sehr negativ auswirken. Allerdings habt ihr dann später fürs Late Game die bessere Basisstruktur. Das heißt, am Anfang müsst ihr gucken, dass ihr nicht so schnell geholt werdet. Und dann habt ihr aber später die besseren Chancen. Weiterer Nachteil ist, dass ihr mit den Windrädern auf der vierten Ebene nur ca. 50% habt. Aber regulär, wenn ihr die Basis gelassen hättet, wie sie ist, hättet ihr auch nur ungefähr 65 gehabt. Das heißt, es ist jetzt nicht so viel weniger. Kann man also durchaus machen. So, wir schauen jetzt, dass wir schnellstmöglich an die Waffen kommen. Wir müssen ein bisschen was aufholen vom Anfang. Da wir nur 50% Energie haben, müssen wir ein paar Windräder mehr bauen. Am Anfang braucht man ja eh nicht so viele, deswegen ist das gar nicht so schlimm. So, das sollte dann aber auch dauerhaft erstmal reichen. Wir überlegen uns, was wir jetzt mit dieser neuen Basisstruktur noch so alles anrichten können. Und erstmal ein bisschen Stability rein. Dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Lagerkapazität rein. Protecten unsere Windmills. Beziehungsweise warten kurz darauf, unsere Kanone erstmal zu bauen. Und gehen jetzt in die Protection rein. Stiften hier noch ein bisschen Verwirrung, lenken ein bisschen ab.
Auf lange Sicht müssen wir das Metalllager auf der rechten Seite noch umplatzieren, damit wir auch den maximalen Vorteil aus der neuen aus der Basisstruktur ziehen können. Das machen wir mal eben. Denn wir haben ja den Vorteil jetzt, dass wir die unteren Ebenen quasi nicht brauchen. Manche machen ja unten eine Waffenscharte rein. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir nur noch eine Dreier-Grundbasis haben. Deswegen machen wir das Lager da weg und werden gucken, dass wir da stattdessen Stahl hinsetzen. Dann kann der Gegner nämlich sehr lange auf offen schießen, bis er da wirklich was bewegt. Er hat sich hier für die Klotzmethode entschieden, ist auch in Ordnung. Wir halten mal rein. Da hat er Glück, dass das nicht unter der Last zusammenbricht. Sehen jetzt hier die Stahlprotection und das ist wirklich erstmal sehr solid. Sollte er ein paar Kanonen haben, werden wir auch auf jeden Fall erstmal aufgehalten davon. Und das ist sowas, was sehr schwierig umzusetzen gewesen wäre mit der normalen Standard-Base-Structure. Warten jetzt hier noch, auch dass die andere Kanone fertig ist, um eventuell auch noch eine dritte zu setzen. Halten den aber immer schön beschäftigt. Schieden jetzt hier die Economy ein bisschen, damit er seinen Stahl nicht nachreparieren kann und wir später in die Stability eingreifen können, dass wir quasi die tragenden Stahlträger einreißen und er die nicht rechtzeitig nachbauen kann. Weil er hat hier durch den unveränderten Standardaufbau einen sehr großen Baseaufbau zwangsläufig. Und das machen wir uns natürlich dann zu nutzen. Ja, der hat aber jetzt hier gut aufgerüstet. Müssen wir uns was einfallen lassen. Im Late Game ist es dann auch sehr ratsam, oben nochmal Windräder zu ergänzen, sollten die nicht angegriffen werden. Einfach damit man auch die drei Waffen unterhalten kann, weil das wird sonst sehr schwierig mit diesen 50%igen Windrädern in der vierten Ebene. Einfach oben draufsetzen und der Gegner ist meistens eh zu beschäftigt damit, sich um sich selber zu kümmern oder einen Gegenangriff zu starten. Da hat er echt massiv Material nachgebaut. Wir werden gleich mal überlegen, was wir stattdessen machen können. Gucken, ob wir oben vielleicht eine Explosion von Kanonen oder so hervorrufen können. Da war nämlich schon mal was. Ja, und gegen Woodspam bereiten wir hier mal die Buzzsaw vor. Das ist natürlich sehr nervig, wenn der Gegner sich da mit Holz einbaut. Noch ein Stück höher halten wir jetzt mal rein. Zack, haben wir wieder ein schönes Loch. Da halten wir noch mal rein. Hier haben wir noch ein noch größeres Loch.
und spätestens jetzt muss da schon einiges kommen, dass er da überhaupt in die Lage kommen würde, Schaden an unserem Kern zu machen. Da ist auch wieder eine Menge kaputt gegangen. Ja, es sieht sehr schlecht aus. Der müsste jetzt entwaffnet sein, der Gegner. Die Struktur ist auch nicht mehr so intakt von der Base. Schießt jetzt hier schon mit der Flak auf uns. Man muss dazu natürlich sagen, wir sind hier nicht in Rang 50 bis 1 unterwegs. Das ist erst mein drittes Ranked in der Februar-Season leider. Das heißt, wir sind hier so Rang 800 bis 600 unterwegs. Aber um euch das grundlegende Prinzip dieses Kernverschiebens zu zeigen, ist das, glaube ich, sogar besser. Spätestens jetzt hier im Late Game sind die Vorteile einfach offensichtlich. Der Kern von uns, der verbirgt sich hinter einer Menge Stahl. Wir können ganz in Ruhe unseren Baseaufbau oben durchziehen und können das auch so machen, wie wir das haben wollen. Wir haben wunderbar drei Kanonen oben hinbekommen, dann noch die vier Windräder auf 100%. Das heißt, unsere Economy war sehr gut ausgebaut. Wir hatten eine sehr stabile Base, wir mussten nicht unübermäßig in die Höhe bauen. Wir hatten keinen Balken unten rechts, wie sonst immer, der sich dunkel färbt. Das war alles optimal. Und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auf der Standard-Map das so zu machen im Ranked. Sorgt auch oft bei fortgeschrittenen Spielern für ein bisschen Verwirrung. Ich selber habe es aus einem amerikanischen Stream gesehen. Ja, und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr die Taktik nice findet, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.